Ich habe bereits einige Länder gesehen, bin auch sicherlich noch nicht fertig mit meiner Welterkundung, aber ein Land hat es mir besonders angetan, das ist die USA. Und speziell der Westen der USA, sprich Kalifornien. Ich glaube, in Kalifornien kann man viele Dinge machen. Die Landschaft ist überragend. Dazu gibt es noch die Städte, die man von den ganzen Bildern aus den Staaten kennt, mit den riesen Hochhäusern. Das ist einfach der komplette Lifestyle, der in Kalifornien herrscht, der mich beeindruckt und ich glaube, der auch viele andere Millionen von Touristen anlockt. Ja, auf jeden Fall. Das ist San Francisco. Da war ich 2-3 Mal bisher. Und es ist, glaube ich, nicht nur für mich, auch für viele andere die Stadt, die einen am meisten beeindruckt. Ja, ja, natürlich ist es architektonisch und geografisch eine ganz besondere Stadt. Ist sehr europäisch angehaucht und das im tiefsten Westen Amerikas, sage ich jetzt mal. Aber es ist, glaube ich, dieses ganze Gefühl, was man einfach in der Stadt hat. Die Menschen sind sehr, sehr höflich, sehr, sehr freundlich und es ist so ein sehr ruhiger Lifestyle, der da gepflegt wird. Und natürlich dann mit den ganzen Sehenswürdigkeiten, die es da gibt, ist, glaube ich, eine perfekte Kombination. Ja, ich kann den Taco Shop nennen, der ist in der Irving Street. Das ist eine typisch amerikanische Bar, Restaurant, so ein Zwischending. Es gibt überragendes mexikanisches Essen und ich kann jedem nur empfehlen, bei sehr lässiger Atmosphäre dort mal einzufahren und was Leckeres zu essen. Wenn man so auf Kneipe steht, dann auf jeden Fall den Bus Stop. Das ist so eine typisch amerikanische Kneipe. 2 Billardtische stehen hinten drin. Man kann viele verschiedene Sorten von Bier trinken. Amerikanisches Bier hat ja auch etwas, wenn man das mal im Urlaub mal ausprobiert, sage ich jetzt mal. Und das ist auf jeden Fall, wo man ganz ruhig und in chilliger Atmosphäre den Abend ausklingen lassen kann, ja. Ja, ich glaube, New York kennt jeder. Es gibt, glaube ich, selten so viele Bilder über eine Stadt wie von New York. Das muss jeder gesehen haben. Es ist was ganz Besonderes, auch wenn man da ist und in den Straßen steht, zwischen den ganzen Hochhäusern. Und ich glaube, das darf kein Mensch missen, auf jeden Fall. Meine Top 3 Sehenswürdigkeiten in New York sind auf Platz 3 der Central Park, auf Platz 2 One World Trade Center und auf Platz 1 das 9/11 Museum. Ja, ich habe in New York im St. Regis übernachtet. Ich glaube, das ist 50. oder 51. Straße. Kann ich echt nur empfehlen. Super Service und wer so ein bisschen auf traditionellere Einrichtungen steht und Richtung Barock-Stil, der ist auf jeden Fall da richtig. Man ist auch direkt an den Straßen, wo ich, sage ich mal, shoppingtechnisch viel los ist. Und daher ist das auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ja, man sagt ja immer, dass die Amerikaner so überhöflich sind und dass vielleicht auch ein bisschen gespielt rüberkommen. Ich habe selber 1-2 Amerikaner kennengelernt. Ich mag das einfach, wie höflich sie sind. Da ist vor allem auch der Neid spielt da nie eine Rolle bei den Amerikanern gefühlt. Also jeder gönnt einem alles und ich glaube, das ist das, wo man sagt, bei den Leuten bin ich gerne zu Hause, mit den Leuten hänge ich gerne ab. Und ja, das ist, glaube ich, so der Teil, wo ich mich wirklich immer gerne dran zurückerinnere. Ja, wir haben uns entschieden, auch diesen Winter in die Sonne zu fliegen und ich glaube, da ist, wenn man nicht unbedingt 10 Stunden fliegen muss, Dubai das Einzige, wo man dann wirklich zu 100% Sonne hat und dafür haben wir uns dieses Jahr für Dubai entschieden. Ja, ich muss sagen, dass wir diesmal einen perfekten Reiseführer mit Christian Clemens dabei haben, der ungefähr schon gefühlt 100 Mal da war. Also der kennt, glaube ich, jedes Restaurant, jede Mall, jeden Freizeitpark und alles, was man da machen kann, in- und auswendig. Und der wird uns einfach an die Hand nehmen und uns da ein bisschen was zeigen. Mein perfekter Urlaub in 3 Wörtern: erholsam, bildend, lecker. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Falls ihr mal in New York seid, guckt euch auf jeden Fall die Brooklyn Nets an.